Hallo und herzlich willkommen zur 13. Folge von Forza Motorsport 7. Heute machen wir, wie versprochen, das Langstreckenrennen. Auch zwar Francorchamps in unserer Aufsteigermeisterschaft. Das ist dann das zweite Schaurennen, und zwar ist das hier. Langstreckenrennen Circuit des Spa Francorchamps Belgien mit der Corvette Racing Corvette C7R. Richtig geil. Äußerst ermüdend. Man steigt in sein Auto, fährt lange Strecken und hält nur zum Auftanken, für neue Reifen und Fahrerwechsel an. Man darf zwar ein beliebiges Auto fahren, aber es bleibt im Endeffekt eine wahre Schlacht um die Behauptung der eigenen Position gegen die anderen Fahrer. Langweilig würde ich jetzt nicht sagen. Langstreckenrennen sind sehr interessant. Man muss ja auch auf Dauer die Konzentration und sich so ein bisschen halten. Und konstant fahren, das ist wichtig. Und darum geht's heute. Mal gucken, wie viele Runden das sind. Oder was man da einstellen kann. Gibt da bestimmt wieder die Optionen Standard, lang und extra lang. Warte mal. Als Driver, wenn ich auf Racetracks und versuche zu determinen, was ich like about a track, what makes it iconic to me, I think it's those particular corners for each track that kind of just captivate you. You go to Spa in Belgium and you think about Eau Rouge and it's just a captivating corner, and it's made it iconic for many drivers, and having driven there personally, you understand why it's so captivating and why it kind of transcends the whole track into a special place. Die Strecke ist in der Tat ziemlich besonders. Wir gucken natürlich, Mods gehen leider nicht, schade, hätte ich jetzt gern gemacht. Da so noch die 3x100% Credit Mod, das wäre geil gewesen. Okay, erstmal sind wir da. Die Gesamtstrecke natürlich. Von der Route gucken wir gerade runter. Boah, das wird geil, glaube ich. Das wird richtig geil. Driver-Schwierigkeit. Machen wir, ich würde mal sagen, auf Experte. Das sollte eigentlich reichen. Verhalten, gucke ich noch mal kurz. Ob ich wieder aus Sim. Gestern war ich ja noch mit einem 6 unterwegs, ein bisschen gedriftet. War ziemlich geil. Schaden natürlich auf Sim, also werden wir auch wahrscheinlich tanken müssen, schätze ich mal. Rennlänge. Wir machen erstmal extra lang. 69 Runden Spa. Okay, das ist. ja, gut. Das ist vielleicht ein. Nein, das war da nicht. Das ist vielleicht ein wenig zu lang. Ich weiß nicht, wie lange das dauern würde. Zu lang auf jeden Fall. Lang wären. Boah, 46 Runden ist aber auch viel. Wir müssten ja. Das müsste ja theoretisch Standard 23 sein. Bei 3x23 ist 69. Ja, ich bin gut. Ich würde sagen, 23 Runden reichen auch erstmal. Aber gab es nicht auch noch einen Erfolg, wenn man das irgendwie auf voller Rennlänge abschließt, das Rennen? Ich guck das mal kurz durch. Ich meine, dafür gab es einen Erfolg. Wo ist es denn? Alle Schauerinnen? Ja, das schaffen wir auch noch auf jeden Fall. Produktionshaus gibt es ja noch nicht. Naja, Wookie. Bla bla bla, das Ganze hier. Das sind Erfolge. Will ich mir auch noch wahrscheinlich anholen. Genau, schließen Sie das Schaurennen Spa und Geschau 100 Meilen mit extra langer Rennlänge ab. Das mache ich irgendwann nochmal. Aber nicht heute. Weil 69, also immer so, selbst eine Runde mit einem Formel 1 Wagen dauert 1,50. Und mit denen, ich sag mal, ich schätze mal 2,20. Oder 2,30. Wenn wir mal 2,5 Minuten mal, mal 60 sind, ich kann nicht rechnen. Also in 5 Minuten schaffen wir 2 Runden. Also schaffen wir 22 Runden in einer Stunde. Also sagen wir mal grob, das jetzige Rennen dauert eine Stunde, das mit 46 Runden 2 Stunden und das mit 69 Runden 3 Stunden. Ich will jetzt nicht für die Aufnahme 3 Stunden ein Rennen fahren. Eine Stunde reicht. Werde ich bestimmt nochmal machen für den Erfolg, wenn es 50 Gamerscore gibt, mega nice. Aber jetzt nicht. Nicht für die Aufnahme, nicht 3 Stunden. Das ist, glaube ich, auch für euch vielleicht ein bisschen zu langweilig. Ja, dann können wir aber eigentlich auch starten, ne? Meine Mods dürfen wir wirklich leider nicht machen, nicht echt schade. Und unser Ziel ist, kommen sie unter die ersten 3. Das ist eigentlich auch mein Mindestziel. Nicht weniger. Natürlich erster wäre jetzt nicht schlecht.
ich das schaffen würde. Hier ganz viele GT-Autos aus ganz vielen verschiedenen Klassen. Boah, das ist geil. Hallo McLaren. Der Sound ist geil. Das Ding geht ab, Alter. Halleluja. Sorry. War da meine Osch eigentlich langsam, ne? Boah, Sound von der Corvette. Ich meine, Amis können halt V8, ne? Auch ein M3 GT2, ja, alles klar. Dritter sollte drin sein. Muss ich auch erstmal auf Nummer sicher gehen, deswegen habe ich nicht auf Pro gemacht. So, dass wir jetzt hintereinander zweimal fahren, wäre jetzt nicht so meine Option. Bom, bom. Der Experte ist eigentlich schon ziemlich gut eingestellt. Das ist mit der Wagenhöhe noch vor allen Dingen, ne? Wenn das erste Runde jetzt nicht gut wird, das ist klar. Das war eine Strecke, die ich wirklich sehr, sehr gerne mag. Ich eigentlich immer gerne. Und zum Glück haben wir jetzt noch keinen Regen. Ja? Da kann ich jetzt auch sehr, sehr froh sein. Und das jetzt bei Regen oder Nacht wäre, glaube ich, nochmal eine Ecke schwerer gewesen. Logischerweise. So, Tag ist noch jetzt ziemlich gut. Aber wer weiß, wie es im Rennende wird. Oder das Rennen geht aber jetzt ein bisschen länger. Kann es ja durchaus mal einen kleinen Schauer geben. Ich hoffe nicht. Okay, was haben die da gerade gemacht? Unfall anscheinend. Die Kiffer hört sich aber echt geil an. Scheiße, sieht doch natürlich geil aus, ne? Bin sowieso eigentlich ein großer Corvette-Fan. Vor allem mit der C7. Die haben sie ja echt gut hinbekommen. Weil die C6 fand ich jetzt irgendwie, die war ein bisschen zu rund. Die C7 ist halt kantig, die ist breit. Downsizing, Fehlanzeige. So gefällt mir das. So, jetzt den zweiten Gang beschleunigen, geht ganz gut. Yes, hauen, Alter. Meine Fresse. Runde 2 von 23. Das schaffen wir schon. Ist eine eigentlich sehr gute Auto-Streckenkombination. Ich habe die Corvette auch sehr gerne in Forza 6 gefahren. Einer meiner Lieblings-GT-Wagen. Nach der Viper auf jeden Fall, denke ich mal. Vielleicht war noch der Audi davor. Sonst war eigentlich schon die Corvette sehr weit oben. Oh ja, ich kriege die noch. Ist das denn das an? Nee. Doch. Ha, dritter. Noch. Jetzt ja viel durch Unfälle profitiert und vor allem am Start bin ich sehr gut vorangekommen. Mal gucken, wie es dann auf die Dauer wird. Mit 2 Sekunden besser. Nein. Mein Freund. Der dritte Schalten müssen wir. Oder wäre besser gewesen. Perfekte Kurve, ja. Naja. Fand ich jetzt eigentlich nicht so. Aber wenn Forza das meint, dann ist es so. So, hier schon mit Gas. 200 km durch die Kurve, easy. Ich hab auch mal richtig Bock für die ganzen Rennwagen ein eigenes Design zu machen. Oder vielleicht auch so eine Art Team machen. So Teamlackierung. Wäre, glaube ich, schon auch mal ziemlich cool, wenn ich das hinkriegen würde. Man muss nichts mega aufwendiges sein, weil die Corvette ist auch nicht so übertrieben krass im Aussehen. Weil der hat nur relativ viele Sponsorenaufkleber. Und sonst halt einfach nur gelb ist der Wagen, mehr oder weniger. Ist jetzt nicht so viel gemacht worden. Uiuiui. Ui, ui. Das muss so. Oh,
verbremst. Das war gar nicht gut. Ich da vor dem? Jawohl. Glück gehabt. Ich glaube, erster werde ich trotzdem. Der Rundenzeit so, ja, um die 2,5 Minuten sind wir gerade. Ich doch gar nicht mal so schlecht geschätzt. Ist halt schon. Man sieht so, ich meine, die Rennwagen, die sind schon sehr schnell. Das ist aber immer noch eine halbe Minute langsamer als die Formel 1. Eine halbe Minute! Auf nur 7 Kilometer. Das ist irgendwie schon bitter. Ihr seht halt, die Formel 1, die ist halt extrem schnell. Speck ausnutzen so ein bisschen. Und da ist das schon mal eine ganz, ganz andere Liga. Ja, auch ein bisschen Windschatten mitnehmen. Besten Gang brauche ich wohl gar nicht. Oder Maserati ist auch dabei. Mehr Sound, ey. Aber jetzt hier. Oh! Ach komm, Maserati. Der hat sich echt geil. Da muss ich auch mal fahren. Mit Maserati und für 8 geht sowieso richtig klar. Das können die echt gut. Okay. Das spule ich jetzt auch einmal zurück. Das dürfte wohl erlaubt sein. Von einer dummen Aktion. Ja, willst du nicht vorbeiziehen? Okay, dann nicht. Bleib ich halt vorne. Ist mir auch recht. Ja, ich weiß, ist nicht so ganz regelkonform, was ich hier mache. Aber es ist schnell. Und es ist trotzdem noch sauber. Was mich sehr stark wundert. Naja, wenn das Spiel das so wertet, dann nehme ich es so hin. Ist ja auch nicht verkehrt. Ich bin Zweiter? Lol. Ist mir gar nicht aufgefallen. Ist er in die Box gefahren oder so? Oder bin ich gerade einfach nur dämlich? Wahrscheinlich eher dämlich. Achso, der Maserati, stimmt ja. Vor allem, lol. Der Maserati, der ist eine S-Klasse. Wie sind er? Der beste, also Nismo, hier ist ja, oh, Alter, 848 Punkte. Okay, der Ferrari, der ist auch gut aufgestellt. Und oh, der Aston Martin natürlich, nicht. Ich meine, das ist auch GT1. Was ist mit dem M3 eigentlich? M3 GT2? Bentley, nein, ist mir egal. Chevy. Wo ist denn der? So, da. Der ist gleich mal so gut. Das ist der Aston am besten, das war eigentlich klar. Das war, glaube ich, auch in Forza 6 so. Das ist halt ein GT1-Wagen. Ja klar, dass er besser als GT3 ist oder halt die anderen Klassen hier. So. Und immer noch sauber. Das war sehr, sehr blöd von mir. Spule ich aber mal nicht zurück. Wieder Glück gehabt. Kurve ist auch hier blöd, die Hanal-Kurve hier. Das ist enge Kurven, muss man nochmal sehr, sehr stark runterbremsen. In einer sehr hohen Geschwindigkeit. Boah, sehr weit außen. Kann er überholen? Na, jetzt ist Platz, ne? Jetzt kann er sie sein und da einfach nur zuziehen. Sinnlos. Aber jetzt. Jetzt bin ich in. Tut mir leid. Da gerade hole ich aber krass auf Alter. Was macht denn der denn da vorne? Oder der Typ da? Ist das ein Audi? Mit einer wunderschönen V10? Natürlich, wer kennt ihr nicht? Den Audi XK. Oder den Jaguar R8. Den Jaguar will ich auch mal fahren. Ich sehe auch keine Gelegenheit bisher zu. Kein im Spiel. Ist mal schlecht.
Jaguar, ich komme. Hat er Sidepipes? Männer, da kam gerade links und rechts aus beiden Seiten. Oh ja, der Sidepipes. Geil. Das ist schon mal was Geiles. Sidepipes sind eigentlich sowieso ziemlich geil. Vor allem bei der Viper. Das ist der Hammer. Ich bin hier schneller. Nein, ich will die Kurve normal fahren. Halbwegs normal. Was war das gerade, Alter? Nein, Maserati, nein. Diese Schikane, Alter. Sehr gut, wieder vorne. Hm. Jetzt werden wir aber vielleicht diese Runde wieder ändern. Der Wagen die Kurve auch mal kriegen würde, vernünftig. Wenn ich eine Lenkung hätte wie ein LKW. Alles klar. Wollte man die Kurve auch in den Begrenzungen fahren. Und nicht nur immer Shortcutten. Ja. Alter. Okay, Corvette. So. Ich werde jetzt an der Hochschutz schneller als die KI. Das ist richtig dumm. Man will was von mir. Mist. Na, Kollege, dich krieg ich noch. Geht in deinem dritten Anfall auswarten, das ist eine sehr gute Idee. Die Kurve im zweiten fahren. Ja, das ist gut. Brauche ich auch nicht schalten. Ja, Jaguar ist echt schnell unterwegs. Muss ich ja schon mal sagen. So lang ist der Kollege auf jeden Fall hier nicht. Oh. Nein! Ach, fuck. Mist, ey. War richtig knapp mit der Kurve. Hätte, finde ich, ein bisschen mehr Platz lassen können für mich. Das ist hier noch neben mir. Hatte neben mir. Ist wieder auf Platz 6 zurückgekommen. Scheiße. Naja. Auf Volljagd. Oh, die Kurve wurde gebremst. Was ist denn da los? Oh, scheiße, ausbeschleunigt. Das ist zu spät, fand ich. Das war doch ganz gut eigentlich. Jetzt schon beschleunigen. Richtung Eau Rouge. Eine wunderbare Kurve. Kann man in der Formel 1, glaube ich, auch Stock nehmen. Mit Vollgas. Fabian, ein bisschen weiter rechts vielleicht. So, geht doch. Können, glaube ich, mit Vollgas fahren, die Eau Rouge. Das nur mit 300 km/h ist schon... Das haben schon Eier in der Hose haben, glaube ich. So. Bisschen früh gebremst. Aber Corvette macht sehr viel Spaß, muss ich sagen.
sehr überrascht. Fährt sich doch noch ein bisschen besser als in Forza 6. Die doch manchmal ein bisschen ungezickt hier ist und auch ein bisschen zahmer und gutmütiger. So, auf uns wieder der Nismo. Jetzt mal im dritten geblieben. Aber die da vorne, die kriege ich noch. Da mache ich mal keine Sorgen. Also der Rennsieg, der wird meiner. Bin ich felsenfest davon überzeugt. Den Nissan, den habe ich vielleicht schon. Bis zur Zielgeraden. Da schön tief durchdrücken. Ich krieg ihn. Na siehst du, geht doch. Nur das Gas ganz, ganz kurz gelupft. Gott, ey, komm rum. Immer wieder der Maserati. Wunderschönes Teil. Maserati zumindest. Finde ich nicht so unbedingt die schönsten Automobile bauen. Der Nissan war aber nah dran in der Kurve. Hätte vielleicht sogar noch ihn überholen können. Aber nur vielleicht. Hallo. Geh mal kurz vorbei. Ja, das wird unser Jaguar. War ganz gut eigentlich. Gute Kurve, sagt er. Also das 5 muss ich hier nicht unbedingt schalten. Ich kann noch kurz im Begrenzer bleiben. Ich hätte, glaube ich, dann weniger Zeit, als wenn ich jetzt verschalten würde. Oh Mann, ich dachte, das geht Vollgas. Das geht aber Vollgas. Wow. Da war ich mal gut quer. Feuerspuck der Jaguar. Schon sexy, ne? Könnte man ja nicht auch machen. Alter. Die sind eigentlich bei jedem Schalten am Feuerspuck der Jaguar. Das ist nicht mehr normal. Das ist cool. Das ist echt geil, muss ich sagen. Ja, das Schalten aber, das lohnt sich nicht. Oh,
bisschen zu spät nochmal gerettet. Ne, ich fahre ein bisschen in, dass ich nicht vorbeiziehen kann. Das gefällt mir doch. Perfekte Kurve, ja. Hätte auch nicht toll war, weiß ich vorne. Naja. Hört sich so geil. Wieder gute Kurve. Eigentlich überhaupt nicht gut. Das ist die Frage, das ist perfekt. Also der Abstand wird schon deutlich geringer. Deutlich geringer. 70 Meter, 80 Meter, 90 Meter. Ist auf jeden Fall deutlich geringer. Ist schon ordentlich. Hallo, lenken, Corvette, lenken. Können wir mal bis zum Cockpit fahren, oder? Adieu. Hat auch eine sehr geile Ansicht. Sicher war die Gegner nicht, ne? Uiuiui. Was war das gerade, Alter? Ach du Scheiße. Das ist auch in sehr geil, ne? Komm, rum. Der Mini drückt auf mir gelegt. Aber der Wagen hört sich, finde ich, von außen. Oh, Scheiße. Das wollte ich nicht. Von außen geiler an. Das ist ja von außen angenehmer fahren. Machen wir wieder von außen. Das ist für so ein Rennen, glaube ich, doch geiler. Das war keine gute Aktion. Schallsound. Also die Sounds von den ganzen Rennen, weil ich bisher gefahren bin, alle nochmal viel besser als in Forza 6. Ich meine, da waren die schon sehr gut. Die nochmal echt deutlich besser gemacht. Und die sich realistisch erinnern, weiß ich nicht genau. Aber ich find's geiler. Ich würde sagen, nicht nur von den Rennwagen. Von den normalen, die klingen alle schon viel, viel besser. So, mein Freund. Warum sind die in der Runde so langsam, die Leute? Ich meine, ich war gerade auch ziemlich langsam. Aber trotzdem. Ja,
Meine Taganzeige, die ist irgendwie gerade, glaube ich, ziemlich komisch. Das ist irgendwie ein bisschen viel, finde ich. Ja, die stimmt irgendwie nicht so wirklich. Besser 58%. Oh, die Anzeige, die sieht nach irgendwie so 80% aus. So ein Fehler drin. Das heißt, es könnte knapp werden, also müssen wir vielleicht auch gar nicht in die Box. Würde ich ja gut finden. Das muss wohl mit dem Sprit auch irgendwann sehr haushalten. Aber auch nicht zu langsam fahren. Das ist die Gegend nicht überholt. Augenblick, die Nase. Oh, jetzt aber wirklich Vollgasprobe, wenn ich die wirklich außen anfahre und früh reinziehe, dann geht die auf Vollgas. Hier ebenso. Vielleicht noch ein bisschen früher, ein bisschen weiter außen anfahren. Die 12. Runde fahren wir noch und dann gehen wir, würde ich sagen, in die Pause. Oder für euch zumindest. Für mich geht es natürlich direkt weiter mit dem Rennen. Aber ist in der nächsten Folge. Aber die Runde, die machen wir noch. Die 11. Der 6. Gang ist mehr oder weniger Spritsparer. Die Kurve, aber immer mal der Kurve. Ich weiß aber nicht warum. Ich glaube, der Sprit wird uns große Probleme machen. Das wäre ja richtig bitter, jetzt eine Runde vor Schluss in die Box zu müssen. Ich würde mich ja richtig ankotzen. Oh, Glück gehabt. Kurz vom Gas gehen. So, Sprit sagt. Oh, das wird echt knapp, glaube ich. Das wird echt knapp. Hallo, rumkommen, Corvette. Hast du daran nicht zu verstehen? Runde 12. Ich drück mal Pause. Dann machen wir den Rest in der nächsten Folge weiter. Deswegen sage ich danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.